Hallo und moin, ich bin's wieder, eure Annehilde. Herzlich willkommen zu unserer Adventsausstellung hier bei uns im Gartencenter. Ja, meine Mädels waren wieder mega fleißig, haben ohne Ende dekoriert, umgebaut und schöne Gestecke produziert und die möchte ich euch heute zeigen. Und ich tanze mich hier gerade warm in unserem super schönen Pavillon, weil wir sind total happy, dass wir unsere Ausstellung fast fertig haben. Nur noch so ein paar kleine Handgriffe, hier nochmal ein Bäumchen hin, da nochmal ein Zweig hin und dann ist es einfach nur perfekt. Ja, und ich nehme euch heute ja mit, hatte ich ja versprochen, und zeige euch mal so ein ganz bisschen von der Ausstellung. Alles werden wir sicher euch nicht zeigen können, dann wird das Video viel zu lang, aber schaut doch mal hier im Pavillon, ist das nicht schön? Ja, alles so ein bisschen in Creme, Natur, so ein bisschen auf alt gemacht. Also das Thema finde ich auch immer sehr schön. Ja, und dann geht es auch schon direkt rüber. Hier haben wir nochmal so eine kleine Ecke mit, ja, auch noch diesen selben Farben. Geht schon wirklich so ein bisschen ins Bräunliche. Hier mit diesem wunderschönen Wurzelholz. Bäumchen, also die sind der absolute Renner, da kommt dieses Jahr bei mir auch einer vor die Haustür. Oder hier, schaut mal hier, diese LED-Kerzen, ganz neu aus Finnland bis hier nach Ostfriesland. Ich finde, das ist doch richtig toll, oder? Und dann geht es hier rüber in unsere, den Kranz habe ich hier schon fast umgehauen hier, dann geht es hier rüber in unsere Goldecke. Da ist die Karin noch so ein bisschen am Werken. Karin, was machst du noch alles so Schönes? Ich gebe dem Ganzen noch den letzten Schliff. Ja. Das müssen nämlich noch sein. Wir haben nämlich überall noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir noch nacharbeiten. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ab in die rote Abteilung. Und ich habe noch ein wunderschönes Deko-Teil gefunden. Das ist ein Adventskalender, ein Häuschen. Schaut mal, wie wunderschön das ist. Mit diesen kleinen Fächern, also die Fenster, da kann man was drinnen verstecken. Und dann, klar, bis zur großen Tür, 24, da kommt das größte Geschenk dann rein. Und das werde ich noch in der roten Dekoabteilung mit eindekorieren. Und ja, das Thema Haus ist ja momentan im Advent ganz groß. Überall werden kleine Häuser mit eindekoriert. Und da kommt sowas in diesem Jahr besonders gut. Ja, und ihr habt ja sicher schon so ein bisschen gesehen, dass wir alles so, ja, so ein bisschen wie so ein Weihnachtsmarkt hier im Gartencenter aufgebaut haben. Und ja, draußen wird bei uns dann auch noch ganz viel stattfinden. Wir werden da ja einen Bratwurststand haben, einen Berliner Stand haben, einen Glühweinstand. Also es kommt so richtig Weihnachtsmarkt-Feeling dann rüber. Ja, und jetzt gucken wir mal, was es so in der roten Abteilung gibt. Und was meint ihr? Auch die roten Gestecke zum Advent müssen doch einfach sein. Ohne Rot geht's einfach nicht. Und auch hier dieser wunderschöne große Hängekranz. Er ist einfach nur schön zu betrachten. Hier nochmal so ein Zweig reingearbeitet mit den Zapfen, die hier schön runterhängen. Diesen Holzpilzen. Also ich finde ihn einfach sehr schön. Und ich denke, der wird bestimmt seinen Abnehmer finden. Aber kommt doch einfach noch mal mit. Dann haben wir hier so ein bisschen was in Black, in Schwarz, für die, die es etwas moderner mögen. Und wir gehen schon gleich rüber hier in die grüne Ecke. Auch das finde ich sehr neutral. Das passt ja auch fast überall dazu. Man kann das auch ganz gut mit anderen Farben mixen. Und es sieht auch sehr stimmig, schön und naturhaft aus. Und dagegen, wenn wir dann so an die Seite gucken, Britta, wenn du mal rüberschwenkst, dann kann man da noch so ein bisschen von unserer grünen Abteilung, wo wir die ganzen Dekorationsartikel haben, die ganzen Kleinigkeiten, die Filzbäumchen, die kleinen Häuser, ist ja auch ein ganz großes Thema. Auch hier in der ganzen Dekoabteilung haben wir ja mehrere Bereiche, da haben wir auch noch überall ohne Ende Gestecke gefertigt und zwischengestellt.
und hereinspaziert hier in unsere Silber-Deko-Abteilung. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber ich zeige sie euch trotzdem. Wir müssen hier noch ein paar Aufräumarbeiten nachher machen. Die Zweige liegen da noch alle rum. Die Mädels sind hier noch richtig schwer am Schaffen. Da vorne ist noch mal die Karin, die hat auch wieder ganz schöne Sachen gefertigt und platziert sie natürlich passend zu den anderen Gestecken und zu der wunderschönen Deko. Ja, alles sehr, sehr stimmig. Und hier ist die Mai-An, das ist unsere Auszubildende. Und Mai-An, wo gehen wir beiden Hübschen denn am 12. Dezember hin? Zur Weihnachtsmesse 2024. Genau, wir gehen nämlich jetzt demnächst schon los und kaufen fürs nächste Jahr ein. Verrückt, oder? Ja, Maike ist da hinten schon noch an einem wunderschönen Bogen am Zaubern. Hier, Chor hätte sie hier mir in den Launch. Dann Maike Demo, aber liegt noch rot, ne? Ja, okay. Ja, weiß ich ja. So, ihr Lieben, und wie findet ihr das? Also ich finde diese Abteilung einfach wunderschön. Ihr Lieben, das war's schon von unserer Adventsausstellung hier im Gartencenter. Ich konnte euch leider nicht alles zeigen, aber ich hoffe, ihr hattet so ein paar Einblicke, wie es hier bei uns in Westerholt aus Friesland so ausschaut. Aber ich möchte, bevor ich zum Ende komme, mich noch bei euch allen bedanken. 50.000 Abonnenten für uns hier in, ich sag immer, Klein-Westerholt aus Ostfriesland. Es ist einfach mega, wie viele Menschen mit uns diese Leidenschaft teilen. Einfach immer schöne Deko zu haben, aus Natur was Tolles zu zaubern. Und das finde ich einfach nur klasse. Es überwältigt mich und ich freue mich total. Lieben, lieben Dank an euch alle. Und ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viele tolle Videos gemeinsam machen können mit schöner Deko. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Demnächst wieder eine ganz tolle Deko-Idee. Und da freue ich mich schon drauf und sage schönes Wochenende euch allen und bis bald. Und wenn ihr nicht genug von mir und meinen Ideen habt, dann abonniert doch gleich meinen kostenlosen Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und weitere Ideen zu diesem Thema findet ihr hier unten in den Videos.